Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Begins. Wir sind immer noch in den Gotham Docks und haben jetzt eine weitere Station in der Kanalisation erreicht und klettern noch gleich mal diese Leiter herauf. Unser Ziel ist es immer noch, den Drogenboss Falcone zu Fall zu bringen. Hast du das Boot schon gekauft? Machst du Witze von meinem Gehalt? Ja, ich hab's gekauft. Meine Frau und ich machen am Wochenende einen Ausflug nach Coast City. Nett. Und du? Was machst du mit deiner Prämie? Ich habe eine Ex-Frau und drei Kinder. Die ziehen mir das letzte Hemd aus. Tja, zum Glück hat Falcone ein großes Sparschwein. Was wäre die Polizei ohne ihn? Verdammt. Da war ich gerade noch am Reden und dann sind hier auch schon ein Haufen korrupter Cops, an denen ich mich jetzt vorbeischleichen muss. Zu dieser Leiter. Das ging gerade noch mal gut, weil ihr Blickfeld war sehr gefährlich für mich. Locken wir sie mal ein bisschen weg. Scheint, dass wir die Mission damit schon direkt gemeistert haben. Speichern wir mal ab. Und wenn das schon alles war, dann machen wir doch direkt auch gleich weiter. Also, was ist mit den Hasen? Weil Falcone das Zeug nicht einfach in Plastiktüten stecken kann. Er schmiert die Cops, nicht die ganze Stadt. Hat er nicht immer Bären benutzt? Ja, die Hasen sind neu. In den Bären ist normaler Stoff. Sie gehen direkt an die Dealer. Und die Hasen? Die sollen irgendwo in die Narrows. Was bedeutet das? Mehr weiß ich nicht. Als ich gefragt habe, meinte Falcone, ich soll meine Nase nicht in Dinge stecken, die mich nichts angehen. Wir sind also doch noch in den Docks. Und der Kampf gegen die Drogen von Falcone geht weiter. Allerdings gibt es hier einen neuen Stoff auf dem Markt, wie es aussieht. Und von dem wissen nicht mal die Dealer etwas. Bewegen wir uns mal unauffällig weiter fort, hier im nächtlichen Gotham. Kein sonderlich einladender Anblick. Aber es soll uns ja nicht stören. Denn wir sollen ja diesen Anblick etwas verschönern und das ganze Gesindel, das hier nachts sein Unwesen treibt, etwas dezimieren. Okay, lassen wir uns mal hier hinabgleiten. Scheiße! Das war jetzt überhaupt nicht gut. Ich lade gleich nochmal. Okay, und hier bin ich wieder. Und das passiert im Spiel öfters, wenn man zu unvorsichtig ist. Kann schon mal sein, dass man erneut laden muss. Ich habe einfach nicht auf die Karte unten geguckt, wo mir schon direkt ein bewaffneter Dealer angezeigt wird. Schauen wir herunter. Steht immer noch da. Ausschalten können wir ihn von hier oben nicht. Wir müssen warten, bis er weggeht. Okay, lassen wir uns runtergleiten an diese Kette. Und klettern wieder hoch. Puh. So sollte das eigentlich laufen. Schön unbemerkt. Wo geht's denn hier lang? Oh, da ist eine offene Klappe. Also ein eindeutigeres Zeichen, dass es hier weitergeht. Trümmer. Die gilt es wohl zu zerstören, weil ich keinen anderen Ausweg sehe. Ich bin Batman. Ich stehe in Kisten. Oh, nein, nein, nein. Oh, das hätte jetzt wieder ins Auge gehen können. Aber auf der Karte wird mir auch niemand angezeigt. War das anscheinend doch richtig. Ich muss anscheinend hier unter der Kiste durch. Dort sind auch schon die nächsten Dealer. Nur wo? Oder? Warte. Dort sind sie. Spähen. Hey, du bist einer von Falcones Leuten, oder? Solange er zahlt. Und du? Arbeitest du für den Doktor? Tja, mir geht's wie dir. Solange er zahlt. Was willst du? Ich will wissen, für wen Falcone arbeitet. Für niemanden. Falcone ist der Boss. Da habe ich was anderes gehört. Angeblich mischt neuerdings ein Typ mit, der wesentlich unheimlicher sein soll als Falcone. Unheimlicher? Richtig unheimlich. Es gibt Gerüchte, dass irgendwas im Wasser ist. Die Leute haben Dinge gesehen. Schreckliche Dinge. Davon weiß ich nichts. Ich sage ja nur, was ich gehört habe, Mann. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ich hab doch gesagt, ich weiß nichts. Entweder ist das wirklich etwas Unheimliches oder sie reden von Batman.
Ja, hier kommen wir also nicht weiter, das heißt, wir gehen mal hier entlang. Vielleicht kommen wir so an diesen bewaffneten Kerlen vorbei. Hier ist auch schon eine Leiter, die zum Glück hier auf einen Steg führt und nicht direkt in dieses dreckige Abwasser. Da ist auch schon ein Medikit, allerdings, ja gut, können wir doch recht gut gebrauchen. Nehmen wir mal mit. Okay. Und weiter geht's. Da hinten ist wohl der Haupthafen. Beziehungsweise wir sind ja schon in den Docks, dann ist also das alles, dieses riesige Gebiet, sind die Gotham Docks. Ist Gotham wohl eine sehr große und auch wichtige Stadt? Okay, dort sind sie wieder, die beiden. Ich schleiche ich mal hier herein. Da ist ein bewaffneter Falconi-Schläger. Aber nicht mehr lange. Okay, mich hat niemand gesehen. Dann gehe ich doch mal zur Kransteuerung und habe damit eine leise Ahnung, was es passieren könnte. Dieses Objekt kann aber jedoch nur mit dem Elektro-Hack manipuliert werden. Ich brauche Dechiffriercodes. Schon erledigt, Master Bruce. Sie müssten jetzt auf das System zugreifen können. Drücke nach oben und nach unten, um ein Objekt anzuwählen. Kannst du ein Objekt verwenden, beginnt sein Symbol zu blinken. Drücke jetzt die L1-Taste, um das Objekt zu benutzen. Okay, mache ich doch L1. Komm schon. Muss ich jetzt. Achso, ja, oben, unten, L1. Elektro-Hack. So, und jetzt muss ich immer dann Kreis drücken, wenn ich die grüne 0 in der grad aktiven Leiste passiere. Und so hacken wir Objekte. Müssen wir ab und zu machen in diesem Spiel. Und nochmal. Okay, damit gehört die Kransteuerung uns. Und mit dem linken Analogstick kann ich jetzt den Kran bewegen und wenn ich Viereck drücke, kann ich meine Fracht absetzen. Okay, bewegen wir mal den Kran. Und könnten ihn jetzt schon runterwerfen, um die Angst zu steigern. Wie viele Leute haben wir denn hier? 3 Stück, ich lasse es mal in die Mitte von denen fallen. Haha! Das sieht nicht gut aus. Was zum Teufel ist passiert? Keine Waffen mehr? Verdammt! Hat er mich gleich umgeschlagen? Nicht sehr gut. Greif mich an. Verdammt. Dann mache ich wohl einen Multi-Angriff, um mich mal hier ein bisschen rauszukämpfen. Auf jeden Fall habe ich ihnen ihre Schusswaffen weggenommen. Denn durch diese Fracht, die ich abgeworfen habe, seht ihr auch diese Zeile mit der Zonenangst. Ist die Angst der hier Anwesenden enorm gestiegen. Oh, ich war gerade etwas verwirrt, weil mein... Oh, der Konter hat funktioniert. Aber der finale Angriff hat ihn irgendwie noch nicht ganz umgebracht. Allerdings den hier. Der hier fehlt auch noch. Uhu. Tja, Batman bricht Knochen und auch einige Herzen. Ach, das labere ich ja eigentlich vom Schrott. Nein, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass Batman jedem die Knochen bricht. Allerdings will er niemanden umbringen. Was macht der hier eigentlich? Der kriecht vor uns weg. Was ist mit ihm nur los? Aha! Eine neue Verhöraktion vor schöner Hafenkulisse. Sag mir alles! Erzählen Sie mir von den Hasen. Ich weiß nichts. Na, das glaube ich dir nicht. Komisch. Ich glaube Ihnen. Wer weiß etwas? Falcone legt die Karten nicht gern auf den Tisch. Egal für wen er arbeitet, er scheint Angst vor ihm zu haben. Komisch, ich sag, ich glaub ihm nicht, aber Batman glaubt ihm, klar. Als Gegenzug dafür, um mich jetzt meine Wut zu besänftigen, darf ich ihn nochmal schlagen. Irgendwer muss etwas wissen. Sein Advokat, sein Konsiliere, sein, wie sagt man, Anwalt, der könnte was wissen. Falcone erzählt ihm alles. Und wo finde ich diesen Anwalt? Wie finde ich ihn? Er ist der Einzige außer Falcone, der in den Docks mit einem $500-Anzug rumläuft. Dann nehme ich an, das wird schon auffallen. Sonst noch was? Wovor hat er Angst? Keine Ahnung. Falcone, enge Räume. Er kann Ihnen alles erzählen. Enge Räume, ein Klaustrophobiker. Das könnten wir uns zunutze machen. Und Klaustrophobie ist wirklich was Schlimmes. Ich würde mich jetzt nicht als extremen Klaustrophobiker bezeichnen, aber sobald ich durch einen Gang gehe, beziehungsweise krieche, der halt so niedrig ist, dass ich nur kriechen kann und so schmal, dass ich mich darin nicht umdrehen kann, sondern nur vorwärts oder rückwärts robben kann, dann könnte bei mir auch schon die ein oder andere Panikattacke auftreten.
Aber das soll jetzt mal nicht zur Debatte stehen. Wir müssen jetzt Falconis Anwalt finden und da diese Tür für uns versperrt bleibt, geht's wohl nur über diese Leiter weiter. Die Leiter weiter, das reimt sich. Batman kann mit seinem Umhang gleiten, springe dazu mit X ab und drücke und halte X, um zu gleiten. Habe ich ja auch schon oft in diesem Spiel gemacht. Okay, gleiten wir hinab. Episch vor dem Halbmond. Und machen uns auf die Suche nach Falconis Anwalt. Hier ist ein Checkpoint, das heißt für mich kurz speichern. Und weiter geht's in den Gotham Docks. Dort sind zwei bewaffnete Dealer. Wie komme ich nur an denen vorbei? Muss ich hier durch? Das ist aber sehr eng. Verdammt, ich habe keinen Überblick über die aktuelle Lage. Ah, hier sind zwei Kisten. Was machen Sie denn hier? Bitte, was meinen Sie? Sollten Sie nicht eigentlich bei Falconi sein? Ich musste an die Luft. Sie sind unten im Frachtraum des Schiffes und ich mag keine engen Räume. Aha. Wissen Sie etwas über Falconis Partner in den Narrows? Ich habe gehört... Fragen Sie mich das lieber nicht. Klar, wie Sie meinen. Okay, da ist der Anwalt von Falconi. Sobald sein Gesprächspartner durch die Tür verschwunden ist, werde ich ihn mir mal vornehmen. Also, komm her. Und dann sag mir mal einiges, was ich wissen will. Egal, was Sie auch tun, ich sage nichts. Das werden wir ja noch sehen. Sie verschwenden Ihre Zeit? Wirklich? Falconi macht mir schon genug Angst. Sie beeindrucken mich nicht. Okay, dieser Kerl scheint wirklich ein harter Brocken zu sein. Mal sehen, ob wir ihn klein kriegen. Nein! Nein! Bitte! Lassen Sie mich raus! Die Wände! Bitte! Ich halte das nicht aus! Wenn Sie reden, dürfen Sie raus. Bitte! Ich tue alles, aber lassen Sie mich raus! Was wissen Sie von Bären und Hasen? Falconi benutzt sie, um seinen Stoff reinzuschmuggeln. Die Bären gehen an die Dealer, die Hasen sind neu. Und weiter? Ich weiß nicht, was in den Hasen ist. Sie sind für irgendeinen Kerl in den Narrows. Wie heißt er? Das weiß ich nicht. Falconi ist noch verschlossener als sonst. Der Kerl ist irgendein Doktor. Ich glaube, er arbeitet in Arkham. Wie finde ich Falconis Lieferung? Die ist schon fast verteilt. Bitte, lassen Sie mich raus. Falconis Lieferung, wie finde ich sie? Weiße Falken, sie sind auf seine Kisten aufgesprüht. Ich kann nicht. Das könnte der Beweis sein. Falconis Kisten? Exakt. Ich glaube, Sie sollten einen Blick in den Frachtraum dieses Containerschiffs werfen. Perfekt. Darf ich fragen, wofür, Sir? Für etwas Spektakuläres, das er nicht verstecken kann. Okay, da war uns der liebe Konziliär oder Anwalt doch noch nützlich, allerdings ist er jetzt verschwunden. Und wie scheint, kann ich hier den Kontrollhebel dieses Gabelstaplers benutzen. Hier ist auch gleich ein Checkpoint. Dann speichere ich nochmal kurz. Okay, und jetzt benutze ich den Kontrollhebel. Und damit ist mir auch gleich eine Tür geöffnet worden. Durch die Tür hier kann ich nicht, oder? Nein. Okay. Anscheinend beliefert Falconi einen Doktor. Wollen wir doch mal herausfinden, welcher Doktor das ist. Allerdings sind hier einige bewaffnete Dealer. Denen will ich nicht zu nahe kommen. Hier ist allerdings noch keine. Doch. Hey, Kumpel. Meinst du mich? Ist hier sonst noch jemand? Ich muss ja mit dir reden. Sehr witzig. Hast du Feuer? Nee. Und Zeit auch nicht. Du arbeitest für den Doc, stimmt's? Warum willst du das wissen? Reine Neugier. Diese ganze Hasen- und Bärensache ist mir zu hoch. Oder warum interessiert sich ein irrer Seelenklempner plötzlich für Drogen, die nichts mit Medizin zu tun haben? So viele Fragen sind ungesund. Und ich bin nicht dein Kumpel. Ganz schön nette Leute hier. Aber wir wissen jetzt, dass die Drogen, die in die Narrows sollen, nichts mit Medizin zu tun haben. Ich sage, oh mein Gott. Ja, das würde ich sagen, das sind bewaffnete Schläger, aber zum Glück schaut gerade keiner wirklich zu mir. Heißt, ich werde mich jetzt an dieser Kette schnell mal aus dem Gefahrengebiet hangeln.
Oh, jetzt bin ich hier. Auch sehr praktisch. Und lass mich mal hier runtergleiten. Hier oben bin ich jetzt erstmal in Sicherheit. Und das werde ich auch sein bis zum nächsten Part, wo wir uns wiedersehen werden. Bei Batman Begins. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.